Ja, da ist noch einer Stufe 3, aber egal. Ah, da sind die ersten Mana-Felder. Sehr schön. Kommt! Jawohl. Hier! Komm, komm, komm! Ja! Kämpft weiter! Kämpft! Ich muss mir überlegen, ob wir eher einen Kerker oder eher einen Friedhof bauen. Aber ohne Geld bauen wir erstmal gar nichts. Ich habe doch gerade eine eiserne Jungfrau gehört. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Gut, hat unser Einkommen natürlich direkt mal maximiert. Also was heißt maximiert? Wir sind noch nicht auf Maximum, aber doch verdoppelt. Also wir gucken jetzt gleich mal, wenn die andere Mana-Gruft da hinten erobert ist, wie viel Plus das gibt. Ich glaube, was hatten wir vorher? Was hatten wir von 94? Wachraum erobert. Also knapp 100 dürfte die geben. Na, wir sehen es ja gleich. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. So, 338 haben wir, 39. Ihr erbeutet ja, eine Mana-Gruft. Eine Mana-Gruft bringt 100. Und wenn man da mal mit der Maus drauf gegangen wäre, dann wüsste man das auch schon einen Ticken früher. Aber das wäre ja wieder einfach gewesen, nicht? Und einfach ist doof. Gut. Wie geht's den Salamandern? Ja, muss reichen. Dann sollen die jetzt mal gerade fressen und dann geht's auch schon zur zweiten Runde. Ja, wobei natürlich auch die Überlegung gemacht werden sollte, ob wir zuerst die schwarze Elfe trainieren. Wisst ihr, was wir bauen? Wir bauen mal hier eine Werkstatt vorübergehend. Das sind alles Stufe 1 Gegner. Ich glaube, ich lasse das Heldenportal mal vorübergehend in Ruhe und nutze das als Levelmöglichkeit. Gegner sicher zu verwahren. Da mache ich dann gar nicht lang drumrum. Ja, ja, wir machen das so. Wir machen das auf jeden Fall so. Oh ja, das ist gut. Das zerstört die Tür. Komm. Jawohl, sehr gut gemacht, Imp. Dafür hast du dir eine Flucht verdient. Kommt, Jungs, hier. Holt euch den Zauberer.
Feigling, so ein Feigling, ist ja unglaublich. Ich habe Angst, dass er uns in Fallen lockt. Jetzt, haut drauf, haut doch drauf, Sama! Und weg. Naja, wobei, wartet mal. Das geht mal weg und dann du. Wir holen uns jetzt schon mal die Kanonen hier. Damit unsere Imps da gleich ganz in Ruhe dieses Gebiet hier erobern können. So. Eine noch. Sehr schön. Gut, gucken wir mal, was hier noch weiter ist. Noch eine. Ach du lieber Gott. Ruft also Horny herbei, setzt ihn in der Nähe der Festungsanlagen im Norden und Osten ein und genießt die Zerstörungen, die er anrichtet. Was? Braucht ihr von Zeit zu Zeit ein wenig Hilfe? Ihr dürft mich gerne rufen. Doch wenn ich komme, muss ich auch töten. Also sorgt dafür, dass es Gegner gibt, die ich umbringen kann, sonst... Wenn es nicht genug Nahrung für meinen Blutdurst gibt und eure Krieger stehen mir im Weg herum, werde ich sie stattdessen vernichten. Ja, das ist richtig. Diese Gefahr besteht. Und, ich habe irgendwie die Befürchtung... dass wir hier gar nicht uns weiter großartig entwickeln können. Es geht wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen, in dieser Mission primär um Horny. Ja. Trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne mal gucken. Du kommst mal her. Vor allen Dingen mit Blick auf magische Gegenstände würde ich ganz gerne hier hinten noch mal einen Blick auf das Gebiet werfen. Ich habe ja auch irgendwo eine eiserne Jungfrau gehört, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es ist Zahltag. Da habe ich mich verhört. Ah, ein magischer Gegenstand, wunderbar. Den nehmen wir natürlich mit. Ja, aber ich merke das schon. Das wird... Oha. Jackpot. Gut. Ja. Müssen wir jetzt mal gucken, ob uns da überhaupt das Gold dafür reicht. Sieht aber prinzipiell ganz gut aus. Ihr habt nicht genug Gold, um eure Geschöpfe zu entlohnen. Scheiße. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Das ist natürlich jetzt so nicht geplant gewesen. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit eurem Dungeon. Okay. Vielleicht werden sie aber leider nicht mehr zufrieden sein, weil sie kein Geld kriegen.
Wäsche. Ja, der Level ist doch wesentlich größer, als es zunächst den Anschein hat. Und da ist noch ein magischer Gegenstand. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht mal in Ruhe erkunden kann man hier. Ist echt schlimm. Ist echt schlimm. So. Schnell, bevor sich die Tür hier regeneriert hat. Oh, neue Salamander. Gut. Und nochmal eine ganze Menge Gold und noch ein Durchgang. Ach du lieber Gott. Ganz schön viel aus, die Stahltür. Könnte sein, dass das ein Schleichweg zu den anderen Mana-Gruben ist. Oder ach du heilige Scheiße, gibt's hier viele magische Gegenstände. Okay, Wahnsinn. Dann zurück, dann will ich da hinten bei dem großen See nochmal rechts rein. Hier will ich noch mal gerade gucken. Da ist aber nichts mehr. Gut. Aber wisst ihr was? Ich mach noch mal gerade die Kanone da kaputt. Was wir haben, haben wir. Weil ansonsten macht die Kanone unsere Imps kaputt. Gut. Okay. Geld haben wir wieder en masse. Ich bin sogar am überlegen, ob wir dann vielleicht jetzt doch mal einen Kerker bauen. Bin aber auch noch nicht sicher. Oh, da ist noch mal was. So. Scheiße. Entweder ist das die Tür oder nein, das ist die nächste Angriffswelle. Gut. Ja. Wir bauen hier hinten einfach mal noch ein Kerker jetzt hin. Einen magischen Gabenstand entdeckt. Einen magischen Gabenstand? Gabenstand? Oh, wir haben einen Gabenstand! Wahnsinn! Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Wow! Geil!
Sehr geile Ausbeute hier. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Gegenstand. Gut. Okay, es ist insgesamt weniger Gold, als ich gedacht habe. Also, das hat sich erledigt mit den... Ne? Mit dem Kerker. Wir bauen noch gar nicht die Bibliothek. Wir bauen hier gar nichts. So, habe ich hier irgendwas verpasst? Oh ja. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Nicht zufriedenstellend. Das ganze Reich wurde euch offenbart. Gott, wunderbar. Ja, da brauchen wir noch nicht mal zwingend Horny dafür, aber wir werden ihn trotzdem einsetzen. Einfach nur, damit wir es gemacht haben. Und hier gibt es auch noch Level ohne Ende. So. Der Salamander kümmert sich jetzt mal schnell um die... Scheiß Türme hier. Irgendwas stimmt mit meinem USB-Anschluss nicht. Das habt ihr jetzt gerade wieder gehört. Das habe ich schon in anderen Aufnahmen gemerkt. Irgendwie der USB-Anschluss, wo meine Maus dran ist, das passiert in regelmäßigen Abständen. Und nein, nicht in unregelmäßigen Abständen. Dass der sich da irgendwie... die Maus neu verbindet, keine Ahnung. Das nervt auf jeden Fall ein bisschen. Und ja, gerade in Spielen wie Battlefield wird angegriffen. Ist es tendenziell ungünstig. Wenn man seine Maus nicht bewegen kann. Überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen. Um Gegner sicher zu verwahren. Aber ja, es ist tatsächlich so. Ja. Wollen wir halt doch schnell eine Bibliothek, dass wir den Überblick behalten über die magischen Gegenstände. Es ist Zahltag. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Es ist Aasgeiertag. Ich sag's doch immer wieder. Mann. Ah.